Wir sind ein kleiner Familienbetrieb mit, ich kann sagen, durchschnittlich 3 Mitarbeitern nur. Unter Modern Sea Travel haben wir ein Standbein. Hierbei geht es als Incoming-Agentur, Nationalparkpartner zu verbinden und ein Angebot herauszubekommen, auf einem internationalen Markt dann zu bündeln. Der Golf von Friedrichsgroden hier, ein Biosphärenreservatspartner. Hier kann man Kunst, Kultur, Natur erleben. Wir haben Seminarräume, Ferienwohnungen. Es geht auch um das Thema Kulinarik im Wattenmeer. Und als Kerngeschäft das Wattwanderzentrum Ostfriesland in Halesiel. Da wird das Bildungsprogramm gemacht. Dort starten die Touren ins Wattenmeer, ins UNESCO-Welterbe. Der Betrieb stand zu 100%. Ich hatte auch als Berater etwas gearbeitet in Sachen barrierefreien Reisen. Wir haben dann einen Online-Shop aufgebaut und natürlich unseren Social-Media-Content sehr stark bearbeitet. Hinaus ging es ins Wattenmeer unter dem Motto, das Watt kommt zu euch nach Hause. Wenn ihr nicht hierher könnt, haben wir, wie gesagt, große Klickzahlen erreicht, bis 25.000 Menschen auf einzelne Beiträge. Hier im Wattwanderzentrum Ostfriesland, hier geht's los. Auf viele Touren ins Wattenmeer und mit den Lockerungen waren natürlich die Frage nach Touren extrem groß. Unser Content war ja gut bespielt. Wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept dem Landkreis Wittmund eingereicht und haben auch die Genehmigung bekommen, nur mit kleinen Gruppen mit 16 Personen loszugehen. Diese kleinen Gruppen sind eh unser Konzept. Wir laufen mit maximal 30 Personen, nun mit 16 ist es natürlich eingeschränkt, aber wir können dennoch die Menschen abholen, die das erste Mal auch hierher kommen und Wattenmeer, Weltnaturerbe erleben wollen. Corona hat gezeigt, wie abhängig die Wattenmeerregion vom Tourismus ist und damit auch ein Großteil der Bevölkerung. Nun besteht meines Erachtens nach eine riesengroße Chance für eine Transformation des Tourismus hier an der Küste. Schon wie in dem Strategieplan für einen nachhaltigen Tourismus beschrieben, das so zu verändern, dass People, Planet, Profit im Einklang die Nachhaltigkeitssäulen hier gelebt werden können. Wir als Unternehmen möchten gerne unseren Beitrag dazu leisten und auch investieren. Ich hoffe, dass auch die Politik dieses erkennt und entsprechende Maßnahmen trifft, damit dieses UNESCO-Weltnaturerbe einzigartig bleibt.